Ich habe wieder ein neues Projekt abgeschlossen. Ein weiterer Rechner im Prinzip aus, naja, nicht ganz aus Ersatzteilen, aber definitiv Teile, die vermutlich in den Müll geflogen wären, wenn ich sie nicht mal gerettet hätte. Und ich habe einiges dabei rausgeholt, weil man ja doch Teile nachbestellt hat. Natürlich auch ein Windows-Key. Und daher heute der Sponsor von dem Video, CDK Deals. Ich verlinke euch unten ein paar Angebote von CDK Deals in der Videobeschreibung. Die haben mir dann auch hier den Key gesponsert für das System. Windows 10 Pro in dem Falle. Jetzt, so kein Zufall, nur so gerade Valentinstag. Also zu den Zeitpunkt der Videoproduktion zumindest. Und da gibt es dann auch entsprechend halt Angebote bei CDK Deals, die nutzen das. Es gibt immer den Gutscheincode SM20, der funktioniert dann bei Windows 10 Pro, Windows 10 Home etc. Der funktioniert dann aber auch bei Office, in dem Falle Office 2019. Einfach in der Kaufabwicklung den Gutscheincode mit angeben, dann könnt ihr mit PayPal bezahlen, bekommt den Key praktisch sofort. Im User Center ist dann der Key hinterlegt, den könnt ihr also instant kopieren und dann halt eure Software runterladen und verwenden. Schön. Haben wir das durch. Und wir kommen jetzt zu unserem Schmuckstück hier. Das Gehäuse, ne? Das ist ja ziemlich auffällig. Kamera ist ein bisschen zu tief. Deshalb zeige ich es mal so. Oh, zieht euch das rein. Ja, das ist ein Zalman Z11. Das kann man so natürlich nicht mehr kaufen, weil man sieht es ja schon vorn. Erstmal sind mehrere Schächte für CD-Laufwerke, Brenner etc. Und es ist sogar noch ein Schacht für 3,5 Zoll Diskettenlaufwerke. Ja, und das gibt es natürlich schon lange nicht mehr. Und das zeigt auch, wie alt das gute Stück ist. Hier auch oben, schaut euch das mal an. Ne, da zieht der Luft. Das sind 220er von oben Luft ziehen. Ne, das ist eigentlich auch recht cool Design. Und das ist dann halt auch ein Gitter. Und oben halt so angeschrägt, ne, wie Luftfinnen. Ist eigentlich auch recht modern. Ne? Wir haben oben die Tasten, wir haben oben Anschlüsse. Die waren natürlich bis zum Rand voll mit Dreck. Und in den Case war halt auch ein altes Gaming-System drin. Das ist rausgeflogen. Das war ein alter i5-2500K mit einer GTX 680. War seinerzeit natürlich absolut unschlagbar. Natürlich gab es auch schon damals ein i7. Aber war auf jeden Fall eine sehr brachiale Kombo. Im Übrigen, das ist auch extrem selten. Wir haben hier im Seitenteil ein Lüfter. Das ist ein 80er Lüfter. Kann ich dann hier anschließen. Und das Seitenfenster, das ist kein Tempered Glas, das ist ganz normal Plexiglas. Richtig Plastik. Also ich liebe das Case, ne? Das ist halt so geil. Und warum wegschmeißen, Freunde? Es ist mega solide, ne? Es bietet auch für heutige Technik immer noch genügend Platz. Ne? Wir müssen jetzt mal so den Raum halt anschauen. Ja, die Grafikkarte ist jetzt hier natürlich eine kleinere Mittelklasse, aber vorher die GTX 680, die war auch recht groß. Kennt natürlich trotzdem alles Grenzen. Ich denke mal so eine 30, 90, 40, 90, ich weiß nicht, ob die in der Länge her noch reinpassen würde. 750 Watt Netzteil war halt schon dabei. Das neue System ist sparsamer, aber leistungsfähiger. i5, das Board ist alles rausgeflogen. Ich kann schon ankündigen, ich habe es auch schon angekündigt, die Teile, die jetzt übrig geblieben sind, mache ich nochmal das Beste draus. Ein Zuschauer, hier Holus Krustus, der schickt mir gerade noch ein Gehäuse und ein Netzteil zu. Das ist ein Thermaltake-Gehäuse. Ich habe schon einen neuen Prozessor bestellt, ein i7 3770. Und dann kommt noch ein MSI RX 580 rein. Denk mal, das ist dann mit den i7 3770, ist das okay. Und das System, das will ich dann an euch verschenken. Machen wir nochmal ein extra Video drüber, da werdet ihr mal im Detail nochmal von mir zu hören bekommen, was es halt alles für Technik ist. Das Gerät hier, ne, das verschenke ich auch an meinem Bruder, der hat ein sehr, sehr altes System und ich will eventuell sein altes System dann auch nochmal upgraden. Und wenn ich dann das andere System noch fertig habe, das ist dann das vierte System, das verschenke ich dann wie gesagt an euch, eventuell kommt halt noch ein fünftes. Man muss natürlich auch mal sehen, ja, laufen da einigermaßen auch noch halt Games drauf, sonst ist das natürlich Schwachsinn. Hier auf jeden Fall. Jetzt wollt ihr natürlich nicht wissen, ja, das habe ich ihn verbaut. Das Gehäuse sehen wir schon, das ist ein Zalman Z11, 750 Watt Netzteil, Nitro X lese ich da gerade. Das Board ist ein ASRock B450M Pro 4. Da war vorher ein Ryzen 5 2600 verbaut und die erwähnte RX 580. Das habe ich mal abgestaubt mit 3000er RAM. Ballistics lese ich gerade, aber ich habe vergessen, welche Hersteller das war. Und das ist ein PCI Express 3 Board. Dann muss ich das BIOS flashen, ging ja mit dem alten Prozessor. Und dann habe ich einen Ryzen 5 5600 gekauft. Der ist bei Mindfactory recht günstig, nämlich 137 Euro. Okay, kann jetzt auch nicht so viel Geld für einen Rechner ausgeben, den ich verschenke. Deshalb habe ich eine GTX 1660 Super bei eBay geschossen für 164 Euro. Außerdem war vorher eine SATA 3 SSD, die habe ich auch nicht dazu bekommen. Deshalb, man sieht es vielleicht, habe ich eine Mega Fastshow MS150. Das ist eine PCI Express 3 M2 SSD mit 1 Terabyte für 51,36 Euro. Da muss ich aber aufpassen, das Board hat nämlich zwei M2 Slots. Ein M2 Slot ist SATA 3, der andere M2 Slot, der ist dann halt PCI Express 3. Ich habe es natürlich erstmal in den falschen Slot reingerammelt und habe mich geärgert, dass es nicht funktioniert. Nun limitiert die Grafikkarte immer noch, aber 160 Euro für eine Grafikkarte, ihr wisst, wie teuer die Dinge eigentlich so sind. Ist aber erstmal soweit ein ganz guter Start. Wir haben jetzt noch Kapazitäten und ich habe meinem Bruder auch empfohlen, wenn er dann halt später ein bisschen Kohle hat, dass er dann eine GeForce 3060 Ti holt. Was schätzt ihr? 5000?
700 XT, würde ich sagen, für das System, dass es halt keinen Bottleneck gibt. Das Board unterstützt auch XMP-Protokoll, das habe ich zugegebenermaßen noch nicht aktiviert, muss ich mal noch machen. Ich könnte jetzt den 3000er noch auf 3200 übertakten, weiß ich nicht, ich habe jetzt leider keine Zeit mehr. Die Grafikkarte läuft auch auf PCI Express 3, eine PCI Express 4 Karte geht auch, mal 16 muss man dann aber kaufen, weil sonst gibt es so einen krassen Leistungsverlust. Ansonsten habe ich aber gelesen, wäre der Leistungsverlust halt minimal. Könnt ihr mir ja immer gerne eure Tipps und Tricks in den Kommentaren lassen, weil das Board ist natürlich älter, muss ich jetzt aber nicht neu anschaffen, den RAM muss ich nicht neu anschaffen. Gekauft habe ich halt nur den Prozessor, den Festspeicher und die Grafikkarte. Ich wollte ursprünglich eigentlich gar nicht so viel kaufen, habe es dann aber trotzdem gemacht. Und ich kann euch mal die Ergebnisse halt einblenden. Also Lese- und Schreibwerte der SSD für 50 Euro, absolut überzeugend. Dann habe ich auch den Prozessor mal durchgetestet, den 5600 habe ich bisher mir noch gar nicht angeguckt. Weiß auch zu überzeugen, in Geekbench und Cinebench habe ich mal so ein bisschen durchlaufen lassen. Aber natürlich muss der Praxistest her, es soll ja ein Gaming-Rechner sein. Also Battlefield 5. So was wie Battlefield 2042, das ist natürlich Blödsinn. Aber Battlefield 5 ist auch schon ziemlich anspruchsvoll. Ey Freunde, was soll ich sagen? Ich meine, ich habe jetzt in das ganze System um die 400 Euro reingesteckt und bekomme auf mittleren Grafikeinstellungen einfach mal 70 bis 80 FPS. Das Spiel läuft absolut sahnig. Oder aber ich spiele auf High Graphics und da bekomme ich 50 bis 60 FPS. Der absolute Tiefpunkt war einmal 48 FPS. Also das hat mich sehr überrascht, weil hier hängt es natürlich nicht am Prozessor, hier hängt es natürlich an der Grafikkarte und sie leistet hier aber, muss ich sagen, echt beeindruckenden Job. 1660, super. Wir sehen, ich habe hier eine Asus. Es ist auch eine Dual, das heißt zwei Lüfter. Gibt es natürlich auch mit einem Lüfter, aber hier habe ich ein paar Euro mehr ausgegeben, dafür aber eben nicht an der Kühlung gespart. Ein bisschen geärgert habe ich mich schon. Könnt ihr noch gerne mal eure Gedanken da lassen, aber ich dachte mir später, eine 1070 wäre wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Da haben wir nämlich auch mehr Arbeitsspeicher. Wir haben hier 6 GB. Also ich muss sagen, im Ergebnis bin ich echt voll zufrieden. Also, ich habe das Case nicht neu geholt, ich habe das Netzteil nicht neu geholt und das Mainboard und den Speicher habe ich sozusagen recht günstig bekommen. Außerdem habe ich jetzt nochmal Teile für das andere System, was ich ja dann für euch aufbauen möchte. Da ist ja die RX 580 noch übrig. Der i7 3770 ist auch schon da. Also brauche ich dann eigentlich noch das Gehäuse ins Netzteil, dann kann es auch schon losgehen. Ja, und Speicher brauche ich noch. Aber was das Bild hier angeht, bin ich voll zufrieden. Ich meine, Battlefield 5, ne, wie gesagt, zieht ja schon ordentlich. Läuft ja absolut sahnig. Und das zeigt eigentlich auch so ein bisschen, man kann aus alter Technik kann so viel machen. Ich meine, das Gehäuse, ne, das ist ein richtig altes Teil und das wäre mit großer Sicherheit auf den Schrott gelandet. Haben offensichtlich auch ab Werk hier mit ordentlich Lüfter. Ne? Wir haben oben zwei, seht ihr? Das sind Zalman-Lüfter, 120er. Hier hinten ist einer, auch ein 120er. Auf dem Boden ist einer, das ist auch ein 120er. Ich habe hier auch nochmal, seht ihr, einen Filter, den ich abnehmen kann. Den kann man easy rausziehen, reinigen, habe ich auch schon gemacht. Und dann, wie vorhin erwähnt, ist in den Seitenteilen ist auch ein Lüfter. Ne? Der ist also hier an der Seite drinne. Das sind tatsächlich Lüfterschlitze, beziehungsweise hier hinten. Und dann zieht der seitlich auch Luft rein und ballert auch nochmal. Das sind allerdings nur 80er Lüfter. Und er muss auch sagen, der an der Seite, ne, der ist durch. Hat das Lager halt schon zerlegt. Hier vorne ist nochmal ein Lüfter. Das ist auch ein 120er. Da war übrigens auch ein Custom-Kühler dabei, noch vom alten System, von den 2600. Den habe ich gleich übernommen. Warum? Weil der Boxed-Kühler, also der Ryzen 5600 kam natürlich mit dem Boxed. Das ist ja so ein Spielzeug. Da dachte ich, naja, aber Abschied. Mache ich nicht. Den Lüfter habe ich auch gewechselt. Das ist jetzt ein 120er Be Quiet. Und der Kühlkörper ist halt ein Tower-Kühler. Ne? Der ist besser als der Boxed-Kühler. Damit ist das System auch leiser. Die 5600 GTX ist ja jetzt rausgeflogen. Und die 1660 Super. Der verballert natürlich auch weniger Sprit. Also habe ich das System jetzt nicht nur leistungsfähiger gemacht, sondern es verbraucht auch weniger Energie. Und damit kann man jetzt erstmal ordentlich zocken, Freunde. Also seid ein Teil wieder dran. Und das Ding kann morgen raus. Wird schön CO2-neutral mit einem Bollerwagen dann zum Zieler transportiert. Eigentlich habe ich hier noch alles schön zu zeigen. Das ist die Grafikkarte. Hier steht nochmal Dual, zwei Lüfter, 16,6 GB. OC, also ist wahrscheinlich standardmäßig ein bisschen höher getaktet. Die habe ich übrigens gebraucht, bei eBay geholt. Ah, das war einfach mal jetzt zum Zustand. Und hier war halt dann der Prozessor drin. Ryzen 5 5600. Da ist jetzt der 2600 drin. Für den habe ich im Moment ehrlich gesagt keine Pläne. Ich habe einfach kein kompatibles Board. Deshalb, wenn ich das andere System fertig habe, werde ich den mit verschenken, wenn einer das halt braucht. Je nachdem, wann halt das Paket kommt von den Zuschauern, finde ich super nice, dass ich da auch noch ein bisschen Hilfe bekomme. Ich weiß nicht, ob mein Bruder das System dann noch irgendwie als Zweitrechner verwenden will. Wenn nicht, würde ich das System eventuell abstauben. Das ist ein Endlosspiel, ne? Bleib mir mal bei dem Projekt, was jetzt folgt. Ne? Ein i7 mit einem 3770 in Verbindung mit einer Radeon RX 580 von Asus, Markenteile, 16 GB RAM und Speicher, da bekomme ich was, 1 TB, das schickt mir auch der Zuschauer der gleiche mit, aber da weiß ich, ob das kompatibel ist, das wird irgendwie auf PCI Express, das ist von Intel, ganz kurios und soll mit 1 TB daherkommen und so super schnell sein, aber da weiß ich, ob das kompatibel ist mit dem alten Board, das Board ist relativ alt, ansonsten auch da
500 Gig oder 1 Terabyte SATA SSD. Die sind von der Lese- und Schreibgeschwindigkeit dann auch okay, wird auch zum System alles passen. Und wenn das dann alles fertig ist, im Thermaltake-Gehäuse, 500 Watt Netzteil, alles schön durchtesten, Windows installieren. Oh, ich bin so gespannt, was denn auf den Systemen noch läuft. Das dann halt verschenken. Die Zuschauer haben ja schon in die Kommentare geschrieben, es gibt genügend, die dann wirklich ein schlechteres System haben, die das dann halt gerne hätten. Und wenn ich damit durch bin, dann halt eventuell dieses Xeon-System, aus dem halt rausholen, was geht, und das dann halt auch an euch verschenken. Warum mache ich das? Ich habe ja schon, ein Zuschauer hat schon geschrieben, ja, ihr lasst euch hier trollen und sowas. Das ist alles nur Fake. Nee, es ist natürlich nicht. Ich habe vor kurzem einen 700€ Staubsauger verschenkt, mit EcoVacs, glaube ich, zusammen. Hat super funktioniert. Und ja, ich investiere jetzt wirklich ein bisschen Geld. Ich habe jetzt schon 3 Rechner zusammengebaut und verschenkt. Aber die Sachen sollen halt nicht im Müll kommen. Das mit den Videos hier verdiene ich kein Geld. Ja, CDK, die jetzt tritt hier als Sponsor von dem Video auf. Aber damit finanziere ich ja nicht meinen Teil gegen. Und das von YouTube Money, das ist natürlich auch ein Witz. Es geht halt darum, vieles von dem wir halt einfach im Müll gelandet. Ich will nicht wissen, wie viel bei der Stadtwirtschaft in den Containern so an Technik schlummert, die eigentlich noch funktioniert. Ne? Komplette Systeme, die dann weggeschmissen werden, da ist dann halt bei einmal der RAM kaputt, von den anderen ist dann halt der Prozessor weggebrutzelt. Ne? Könnte man alles locker reparieren, macht aber keiner, weil die Leute sich damit nicht auskennen oder weil sie keine Lust haben, weil sie halt denken, das sind halt alte Teile. Ja, wie viele Leute sind irgendwann unzufrieden mit ihrem System, weil eigentlich nur Windows verschlackt ist und neu installiert werden müsste oder weil halt irgendwas halt bottleneckt, also mal zu wenig RAM, der Prozessor ist zu langsam oder aber die Grafikkarte und anstatt das System aufzurüsten, geht's auf den Müll und dann verkaufen die sich dann irgendwo im Supermarkt dann irgendein neues Fertigsystem, was dann teilweise nicht mal schneller ist, sondern es ist einfach nur neuer. Es gibt ja auch heute neue i3-Generationen, die sind halt gar nicht so krass, ganz zu schweigen von den Celerons, was ich euch auch mal die 4120 und was es da halt so alles gibt. Man muss sich halt nur ein bisschen auskennen und ich finde es halt schade, wenn es im Müll geht. Erst recht sowas wie ein Gehäuse veraltet nicht. Klar, es gibt natürlich die ganz alten Standards, ne, da passt der neue Kram nicht rein, aber das ändert sich ja in echt extrem großen Abständen und bis dahin kann man die Technik halt noch verwenden. Das ist nur so ein Beispiel. Sicherlich, es gehen ein paar Prozente Leistung verloren, wenn man jetzt eine PCI Express 4 Karte auf eine PCI Express 3 Slot verwendet etc., aber man muss halt ein bisschen googeln, das ist häufig gar nicht so dramatisch. Also das System auf jeden Fall, Battlefield, wie das läuft, ich habe 400€ reingesteckt, die freuen sich alle mega, ich habe meinen Bruder auch schon angerufen, habe denen das gesagt, dass er eben das System bekommt und der war ja ganz aufgekratzt gewesen, der freut sich, hat schon rumfantasiert, was er jetzt alles zocken will, gleich auf 4K. Ach, im Übrigen, ich hab's fast vergessen, aber Battlefield, mittleren Grafikeinstellungen auf 1440p, Widescreen, also 3440x1440, hat der Computer locker weggesteckt, das ist nicht mal wirklich laut geworden. Bastelt, Freunde, eignet euch an, das ganze Wissen gibt's im Internet kostenlos, ihr könnt mega viel Geld sparen und ihr müsst halt nicht so viel wegschmeißen. Wenn man sich mit der Technik auskennt, eröffnet sich eine ganz andere Welt, Freunde, als wenn man nur Opfer ist, der, wenn die Technik halt nicht mehr funktioniert, das einfach wegkickt auf dem Wertstoffhof und sich dann halt irgendwo im Supermarkt dann so günstig wie möglich eine neue Kiste kauft, die dann auch nach ein paar Jahren halt nicht mehr die Ansprüche erfüllt. Okay, das gilt jetzt natürlich nur für Windows-User, ne? Wenn ihr jetzt gerade Mac-User seid, dann heißt es dann eh für euch. Nicht reparabel, nicht erweiterbar. Ja, ne, modulare Technik, Freunde, finde ich einfach am sinnvollsten und da kommen nur Desktop-Computer in Frage. Ich danke euch, wie immer, fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.